Den Start in die neue Zweitligasaison bei der Fortuna hat sich Julian Koch sicher anders vorgestellt. In den ersten 5 Pflichtspielen der Saison stand der gelernte Abwehrspieler nur eine Minute auf dem Platz. In der Vorsaison bestritt er 26 Pflichtspiele für die Rot-Weißen. In solch einer schwierigen Situation zeigt sich oft der wahre Kern eines Spielers und Julian Koch offenbart sich als Vollblutprofi. Es ist natürlich immer schwer als Sportler, als Fußballer nur in der zweiten Reihe zu stehen, aber so ist es manchmal. Ich musste mich wirklich in den letzten Wochen ein bisschen in Geduld üben. Das ist einfach so. So ist das manchmal auch im Mannschaftssport. Und jetzt habe ich natürlich Samstag dann noch meine Chance. Denn durch den Ausfall von Julian Schauerte, der aufgrund eines Muskelfaserrisses passen muss, wird Koch am kommenden Samstag in Heidenheim höchstwahrscheinlich als rechter Verteidiger auflaufen. Und auch wenn Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel bisher keinen Stammplatz für den 25-Jährigen im Angebot hatte, so hält er trotzdem ganz große Stücke auf seinen Spieler, egal ob er Schauerte ersetzt oder im Mittelfeld spielt. Ich habe nicht umsonst in der letzten Woche gesagt, dass Julian einer der beständigsten Spieler ist, der im Training immer wieder seine Leistungen abruft und es manchmal wehtut, ihn nicht von Anfang an spielen zu lassen. Denn das ist ein 100-prozentiger Profi, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt und für die Mannschaft auch sehr, sehr wichtig ist, für das Innenleben der Mannschaft. Und deswegen habe ich da überhaupt keine Bedenken. Dass der Julian natürlich ein Ausfall ist, gar keine Frage, weil er eben auch beständige Leistungen gebracht hat. Aber jeder Spieler ist bei uns zu ersetzen. Es gibt bei uns keinen Spieler, der nicht zu ersetzen ist. Obwohl Julian Koch etatmäßig als Rechtsverteidiger gilt, so ist er in der Vergangenheit auch oft als defensiver Mittelfeldspieler aufgelaufen. Eine Rolle, die dem Ex-Mainzer liegt. Wo er spielt, hat für ihn momentan aber keine Priorität. Am Samstag in Heidenheim stehen andere Dinge im Fokus. Auch wenn ich mich im Mittelfeld natürlich am wohlsten fühle noch, das bleibt weiterhin bestehen. Ich habe jetzt auch in der Länderspielpause, gerade durch die Verletzung von Gacic, natürlich auch wieder da trainiert und auch mal gespielt, gegen Bocholt dann auch wieder. Und das ist für mich natürlich auch noch nicht abgeschrieben. Es geht Samstag um ein Spiel, für mich einfach wirklich meine beste Leistung abzurufen, was danach kommt. Wir haben eine englische Woche und ich bin wirklich fokussiert Samstag darauf, wirklich meine beste Leistung einfach abzurufen. Das wird auch nötig sein, denn in der vergangenen Saison zogen die Flingeraner gegen Heidenheim in beiden Begegnungen mit 0:1 den Kürzeren. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Gastgeber vom Samstag mit einem 2:1-Sieg beim VfB Stuttgart für eine kleine Überraschung sorgten. Da sich der FC gegen Aufsteiger Würzburg mit einer 1:2-Niederlage am Spieltag zuvor auch eine Blöße gab, erwartet Julian Koch einen Gegner mit 2 verschiedenen Gesichtern. Offensivfeuerwerk nicht. Ich glaube schon, dass Heidenheim wirklich aggressiv auch anlaufen wird, zwischendurch mal ein bisschen ein paar Nadelstiche setzen wird. Ansonsten werden sie wirklich kompakt stehen und Heidenheim ist nicht so klein, wie man denkt. Vom Namen her, die können schon mehr, als man wirklich glaubt. Bis auf den rein rotierenden Koch wird Friedhelm Funkel wahrscheinlich auch wieder der ungeschlagenen Aufstellung der vergangenen Spiele vertrauen. Und somit gibt es wenige Gründe, warum die Partie gegen Heidenheim nicht mit mindestens einem Punkt belohnt werden sollte.